Also im Wesentlichen steckt ja hinter der Idee, einen ganzen Gesetzentwurf im generischen Femininum zu verfassen, so diese Gender-Ideologie, die sich ja vordergründig zumindest mit Gleichberechtigung und Gleichstellung beschäftigt. Da sind wir jetzt in den letzten Tagen damit konfrontiert worden, dass es Überlegungen gibt, wohl eine Einigung in der Koalition bei DAX-Vorständen, also bei Vorständen größerer Firmen oder bei Aufsichtsräten eine Frauenquote einzuführen. Jetzt gibt es ja auch andere Bereiche, andere Berufsbereiche, in denen eine strukturelle Benachteiligung von Frauen möglicherweise festzustellen ist. Ich denke da beispielsweise an die Müllabfuhr, an die Dachdecker, an den Hoch-, an den Tiefbau, an den Bergbau, an Lokomotivführer. Aber auch auf der anderen Seite gibt es Strukturen, wo Männer unterrepräsentiert sind. Denken wir an Kindergärtner, Herr Brandner, denken wir an medizinische Gesundheitsberufe. Ja, meine Einleitung war das ja gerade. Meine Frage ist, denkt die Bundesregierung, darüber nach, auch in diesen Bereichen über Quoten irgendwas zu regeln? Herr Lange. Herr Kollege, es ist in der Tat das Ziel der Bundesregierung, die Gleichstellung von Männern und Frauen, so wie es der grundgesetzliche Auftrag umfasst, voranzutreiben. Das tun wir auf allen Ebenen. Und dazu gehört in der Tat auch, dass wir uns geeinigt haben, im Bereich der Vorstände von großen Unternehmen nunmehr die Quote einzuführen. Ich finde, das ist überfällig. Darauf hat sich die Koalition verständigt. Und wir sind froh darüber, dass wir das nun umsetzen dürfen. Herr Brandner. Ja, meine Frage ging ja dahingehend, ob das von anderen Bereichen dann zu erwarten ist. Ich habe die Lokführer erwähnt, die Müllabfuhr, die Dachdecker, den Hoch- und den Tiefbau. Da sind ja Frauen auch strukturell unterrepräsentiert. Also die Frage stelle ich dann vielleicht nochmal verbunden mit der ergänzenden Frage, wie verhält es sich mit anderen Geschlechtern? Wir haben ja noch das dritte Geschlecht. Ich habe vor kurzem mit einem Vertreter der Lesben- und Schwulenbewegung gesprochen. Der hat mir gesagt, es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt, also so um die 8 Milliarden Geschlechter müssten es ja dann ungefähr sein. Werden die ganzen Geschlechter auch berücksichtigt im Rahmen dieser Quotenüberlegungen oder spielen die keine Rolle? Herr Lange. Herr Kollege, ich bin nicht der Auffassung, dass wir dieses wichtige Thema der Gleichstellung von Männern und Frauen jetzt hier relativieren sollten oder gar lächerlich machen sollten. Ich glaube, das ist dem Thema nicht angemessen. Und deshalb will ich noch mal meiner Freude zum Ausdruck bringen, dass die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen nunmehr auch die Quote für die großen Unternehmen in Deutschland vorantreiben werden. Das ist übrigens auch international zwingend notwendig, denn hier haben wir einen klaren Wettbewerbsnachteil.